So, da sind wir wieder. Und Sascha, du hast gerade eine Kiste gefunden. Wo denn? Genau. Hier. Ach genau, du Scheiße. Siehst du das? Ja. Da ist, und da ist auch ein eiserner Schädel drin gewesen. Ja, das, man erkennt die ja immer. Die sind ja immer so ein bisschen, die schimmern ja immer so, diese Special-Kisten, wo die Schädel drin sind. Aber das kann man ja wirklich leicht übersehen. Ja, ich hab's auch gerade nur durch Zufall. Aber vielleicht war das der Zufall, den wir gebraucht haben. Wahrscheinlich war das genau dann die eine, die man ganz leicht übersieht. Ja, wie immer. Jetzt haben wir sie aber. Jetzt ist hier... Entschuldigung, jetzt habe ich ein bisschen Schluck auf. Jetzt ist hier wieder einer mit Schild drin. Achso, warte, ich komm mal. Auch noch ein Gegner übrig. Ja, und wenn der zulangt, der macht mir ja einen schönen Aua. Und er hat so einen blöden Feuer, so einen blöden Giftangriff, so rum. Das ist kein Feuerangriff, das ist ein Giftangriff. Zack. Achso, ja. Ha, erwischt. Hier war noch ein so ein Menhir drin. Das sind diese Schreine. Den haben wir, glaube ich, gerade zerstört. Also der müsste eigentlich zählen. So, du warst hier vorne schon fleißig. Ja, der ist auch bei mir schon kaputt. Also ja. Wie gesagt, bei mir zählt das gerade nicht mit, leider. Vielleicht übernimmt er es dann am Ende irgendwie. Na, aber wie gesagt, ich muss ja die Level eh nochmal... Also was haben wir denn hier? Pfeil FX. Pfeil nach unten. Aha. Da müssten jetzt eigentlich irgendwie... Das müsste ein bisschen anders aussehen. Ja, genau. Pfeil nach unten. F. Ach, deswegen wahrscheinlich. Man muss das dann auch richtig hindrehen anscheinend. X und... Das letzte ist ein X mit Strich oben. Das ist ja nicht diese sonstige Raute, gell? Genau. Das sah anders aus. Gut, dann gehe ich wieder. Das ist wie eine umgefallene Raute. Ja, genau. Warum? Wahrscheinlich muss man das so drehen, dass das halt oben dann entsprechend so aussieht. Aber du kannst die Dinger nur normal drehen. Ich schaue mir das jetzt mal an. Das wollen wir das erste ein Pfeil nach unten. So, dann mache ich da jetzt ein X. Ja, genau, da muss halt der Pfeil dann, der ist halt dann unten. Also es muss halt so ausschauen wie auf dem Bild gerade. Warte mal, ich habe jetzt hier... wenn ich den rüberbringe, dann genau, jetzt habe ich es. Also die auf meiner Seite hätte ich fertig. Ich brauche jetzt nur... Das müsste jetzt aber eigentlich aufgehen. So wie ich das verstehe. Ich kann noch mal drehen, aber nee, das wäre schon richtig. Warte mal kurz. Also bei mir müsste es passen. Bitte warten Sie kurz. Also ich habe das X und ich habe das Ding zur Seite. Du hast eigentlich zweimal X und einmal das letzte X hat halt genau, so Dach. Genau, das ist umgefallen. Also ich habe das X. Oder soll das heißen, dass das nach unten gerichtet ist? Okay. Hm? Naja, auf jeden Fall ist offen. Erst bei einem X ein bisschen schwierig zu erkennen, welche Seiten sie da meinten. Achso. Also meinten die, so ein bisschen abgewetzt waren. Ah, ja. Das hatte ich nur so als allgemeines Grafikdetail wahrgenommen. Habe ich gar nicht so gedacht, dass was ist, worauf ich achten muss. Okay, jetzt ist es. Okay. Jetzt kommt der Boss. Ja, jetzt kommt der Boss. Eine Truhe und zwei von diesen Statuen fehlten auch, aber. Was sehen der gerade noch? Ihr habt meine Ruhestadt gefunden. Aber ihr sollt sie niemals wieder verlassen. Was hat der gerade noch? Der hat gerade so seinen Helm noch aufgesetzt. Achso, ja, ich gesehen. Fand ich nette Animation. Zack. Dieses Schwein halt wieder stupst. Nicht vorbei. Der verträgt jetzt auch gerade ganz, ganz viel. Wo ist er? Der hat sich wahrscheinlich gerade aufgelöst, da war eben gerade nur noch der Geist da. Ja.
niemand. Ich hab mein Radio da verschwunden. Ach, das könnte ich ja. Das könnt ihr auch gleich mal machen, wenn das macht. Ja, das lädt sich hier eigentlich recht schnell auf mit den. Schau mal, da steht sein Schwert so allein rum. Ah, da kommt er auch wieder rein. Hier werden Anfahrer laut, niemals mehr sitzen. Wieder. Ich werde euch zerfallen. Ich werde den Anfahrernaut niemals nehmen. Wir werden ihm Anfahrernaut niemals nehmen, glaubt er zumindest. Soll er mal ein paar Sekunden warten, dann sprechen wir nochmal. Ja. Zack. Der blockt wieder. Ha! Blocker. Jetzt hole ich mein Schwein. Die kann ich wohl von hinten. Zack. Das macht ganz schön viel Schaden. Ja, das ist echt gut. Nein, ihr! Was seid ihr? Das hat jetzt der Ring ist verloren. Aber ich nehme mein Gold mit mir zu Hehl. Ihr konntet mir das Gold nicht überlassen, nicht wahr? Ich hätte es wissen müssen. Aber immerhin bekomme ich einen glänzenden neuen Ring. Besser als nichts. Naja, den Ring muss er aber auch gleich wieder abgeben. Ja, wahrscheinlich hast du jetzt wieder die Wahl. Manchmal kannst du doch so entscheiden. Achso, ja, stimmt. Ja, wo jetzt kommt er? Also ward Sigurd erneut im Kampf geschlagen und begann seine Reise durch Hehl. So begab es sich, dass die Wölfin in den Besitz eines zweiten der goldenen Ringe gelangte, die für die Götter geschmiedet waren. Sie hatte der Versuchung Draupnirs widerstanden, aber würde Antvaranaut ihr Verderben besiegeln? Es ist jetzt wird es so langsam Herr der Ringe mäßig. Naja. Die Ringe, sie zu knechten. Das Geile ist, dadurch, dass ich von dieser Geschichte irgendwie nicht so richtig wahrnehme, kann ich auch überhaupt nicht einschätzen, wie weit man so ist. Ich meine, klar, wir sind irgendwo im zweiten Akt, aber es gibt irgendwie keine Spannungskurve in dem Sinne. Ja. Hier, nehmt den verdammten Ring und damit auch den Fluch weit weg von meinem Clan. Ah, da bist du ja, mein kostbarer kleiner Schatz. Und nun zu eurer Belohnung, lasst mich euch die geheimen Pfade nach Castra Ignis öffnen. Ja. Euer Feind wird nicht erwarten, dass ihr auf diesem Wege ihre Verteidigung durchbrecht. Was ist gerade geschehen? Ich wette nichts Gutes. Greife hin. Okay. So. Was ist denn hier? Ja, das sind noch unsere Trophäen, oder? Was ist denn das? Achso, das sind imperiale Helme. Ah, okay, wollte gerade sagen, hä, wer hat dann da diese ganzen blutverschmierten Sachen hingestellt? Aber das sind imperiale Helme, okay. Das ist ja lustig, da ist die Bischofsmütze auf der anderen Seite. Okay. Es geschehen noch Zeichen und Bischöfe. So, warte mal, was habe ich jetzt bekommen? Wir haben den von Loki, den kennen wir ja schon. Dann haben wir den von Odin. Portal mit, das ist das mit Raben. Goldenen Eber kennen wir auch schon. Der blinde Gott Hodor verflucht alle Feinde in der Umgebung und lässt sie erblinden. Jeglich, das habe ich noch nie benutzt, glaube ich. Der Feuer, das Feuerding. Bleiben wir mal bei unserem Rundumschlag. Nee, das ist alles besser. Und das ist alles schlechter, was ich da hab. Aber ich meine, so vom Fortschritt gibt's nicht vier Akte? Gibt's vier? Ich weiß es nicht genau. Ich dachte, du hättest gesagt drei. Ich weiß nicht, müsste man wahrscheinlich mal in die Achievements gucken. Stimmt, da das ist, was man ganz gut erkennen. Ich schau, oder Errungenschaften, wie das hier heißt. Ich schau mal. Braucht ihr eine neue Rüstung? Nicht so geheim. Oft sind die ja so. Also steht nicht da, was man dafür machen muss. Ja. Aber da steht, sind ja alle benannt.
Schließe Kampagne 3, Kampagne 2. Ah ja doch, dann gibt es wohl nur 3. Also ich schätze halt mal, dass jetzt nach dem nächsten Level haben wir wahrscheinlich Kampagne 2 beendet. Würde ich so vom Spannungsbogen mal schätzen. Schön euch zu sehen. Du meinst mit der Burg, also mit dem Schloss. Ja. Burg ist, glaube ich, treffen, ne? Ja. Schön also, euch zu sehen. Glaube ich. Und dann gibt's halt noch einen Akt, was auch immer. Was braucht ihr? Ich bin gerade mal beim Schmied, also diesen komischen Kristall, um den hochzuleveln, den Schmied, den haben wir noch nicht. Also da ist noch Platz nach oben. Ich muss echt mal verkaufen, weil mein Inventar ist ständig voll. Mhm. Den habe ich. Ach, war der Hodor neu, der Talisman? Ich glaube ja. Der blinde Gott Hodor verflucht eine Feinde und lässt sie erblinden. Jeglicher zugefügte Schaden hebt diesen Effekt auf. Ach, da kannst du dich quasi nur erholen dann, oder wie? In der Zeit. Da kannst du deinen Gegner irgendwie so blenden oder erblinden lassen und dann kannst du halt pausieren. Der sieht dich dann nicht. Und du kannst halt in der Zeit dich heilen oder was weiß ich. Und wenn du wieder draufhaust, ist der Effekt vorbei. So verstehe ich das. Was kann ich für euch tun? Ganz witzig. Ich guck grad mal, hat vielleicht der Händler mal eine schicke Rune dabei? Ein schöner Tag, Handel zu treiben, nicht wahr? Ein schöner Tag, Handel zu treiben, sagt er. So, was haben wir hier? Lebensraub 4%. Nee, das ist nicht so geil. Angriffsgeschwindigkeit plus 12%, das ist auch nicht so geil. Gabenschaden ist egal. Schaden ist auch egal. Nee, das ist jetzt not so very well. Und dann Blutbonus. Dann ist oben noch die Rüstungslady. Jetzt nehme ich hier gleich mal Blutbonus plus 9. Mach nur noch auf Blut. Da. Braucht ihr einen neuen Talisman? Ach, schau mal, ich kann sie ausbauen. Ich baue sie mal aus. Was kannst du ausbauen? Ich kann hier die Helga. Helga heißt sie, ne? Ah, die kann ich ausbauen. Jetzt habe ich ihr sicher noch ein größeres Zuhause gebaut. Gibt es denn da noch eine Stufe? Gibt noch eine Stufe. Mein Gott, wie viele Level hatten das mit dem Ausbauen? Das ist ja der Hammer. Das ist mein Blutbonus immer noch 152. Ich habe doch gerade ordentlich was drauf. Das verstehe ich jetzt nicht. So, warte mal. Hier kann ich noch ein bisschen was verkaufen. Oh, das hat es gerade ganz laut gescheppert bei mir draußen. Das habe ich gehört. Vor dem Fenster. Ach, oh, was? Da die Straße, einen Unfall geben, oder? Nee, ich glaube, das war jetzt irgendwo ein bisschen. Ich glaube, da hat jemand eine Mülltonne draußen zu laut zufallen lassen. Weil der Krach von der Straße vorne, wenn da ein Unfall wäre, der würde nochmal, das würde nochmal anders klingen. Das große Junk. Was der macht? 660 Schaden, das ist natürlich eine ganze Menge. Ich muss ihn mal anlegen. Warte mal, ich guck mal, ob ich den alten auch noch. Welche Runen habt ihr mir? Ah, den kann ich auch noch hochleveln. Blutbonus plus 9. Das mal. Zack. Jetzt habe ich zwei Schwerter, naja. Bonus 166, das macht schon besser. Alter Angeber.
Ich möchte halt schnell leveln. Naja, weiß ich doch. Weiß ich doch. Warte mal, ich push mal meine... Ach, ich kann nur einen hochgehen. Schade. Ich wollte meine Angriffsgeschwindigkeit mal ein bisschen erhöhen, aber konnte gar nicht so viel machen. Aber ich glaube, ich kann jetzt Stufe 2... Ach nee, da musst du... Ah, das habe ich sogar schon. Shitty. Kann ich denn hier Stufe 3... Das habe ich auch schon. Mein Gott, ich habe das alles schon. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, hier, Blutdurst erhöhen. Plus 16%. Sehr schön. So. Was hast du jetzt? Ich hätte noch 2 Punkte, die ich irgendwo reinhauen kann. Resistenz gegen Eisschäden mache ich mal noch hoch. Und... Durchschlagsschaden. Ja, Blut komm, dann muss ich ihn höher. Und dann war es auch mit meinem Gabenpunkt. Ich konnte meine Hauptfähigkeiten noch nicht verbessern, weil ich da jeweils vom Level noch nicht gut genug war. Konnte nur so eine kleine Zwischenstufen mir quasi mir bessere Varianten davon holen. Aber ich muss eh nochmal dann bei Gelegenheit irgendwann mal nochmal diese Turniere machen. Genau. Ja, das lohnt sich schon, weil ich habe halt auch eigentlich, ich habe ja eigentlich den Bogen, die Eigenschaften mit dem Bogen habe ich ja auch eigentlich alle schon, aber ich bin da halt verglichen mit den Beidhändigen so schwach. Ja. Weil ich die halt noch nicht weiter ausgerüstet habe, dass ich damit gar nichts reiß eigentlich. Also gerade alleine, wenn ich alleine spiele. Ja, das ist dann Quatsch. Also man muss wirklich... man muss sich auf eine Sache konzentrieren und dann, selbst dann muss man eigentlich den zweiten Tree, den man noch vielleicht weiter benutzen will, den muss man dann erst noch ein bisschen anfangen zu leveln, bevor man ihn tatsächlich benutzen kann, weil sonst ist es völliger Schwachsinn. Ja, naja. Nee, und es lohnt sich auch, diese passiven Sachen aufzurüsten und so. Ja, glaube ich auch. Glaub ich im Baum, also. Wir werden mal weiterschauen, aber erst in der nächsten Folge, denn jetzt geht's hier wieder tatsächlich erstmal durch das Portal. Also es geht gar nicht gleich nochmal zurück zu der Küste, sondern erstmal noch zu dem Portal. Wir gehen ja durch Utgard dahin. Das sind jetzt die geheimen Pfade, die wir jetzt haben. Genau, so rumläuft das. Alles klar. Gut, dann machen wir das. Also bis denn. Tschüss. Bis gleich.